Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen mal wieder bei Chris Hilton, potente Gesundheitsküche. Heute bin ich im, wie heißt das Land? Ammergauer Land. Im Ammergauer Land. Wo ist denn das Ammergauer? Das ist übrigens der Herr Kornet Walter, wir haben uns aufs Duzen geeinigt. Jawohl. Chris. Und du bist der, wer bist du? Du bist der Chef von dem kleinen Hotel hier, oder? Genau. Genau, okay. Wir sind im, was ist das Ammergauer? Nee. Ammergauer Land, ja. Die Ammergauer Alben, Ammergauer Land, Pfaffenwinkel, das kommt hier alles zusammen in Bad Bayersäulen. Aha. Genau. Bad Bayersäulen, das Stichwort. Für so Banausen wie ich jetzt, ne, wir sind also so, wie viele Kilometer von Garmisch weg? 30 rund. 30 Kilometer vor Garmisch, Garmisch-Murnau, da die Ecke, ne? Kann man so sagen. Genau. Kann man Skifahren, Fahrrad fahren, alles wahrscheinlich, oder? Richtig. Kanu. Hammer, Wildwasser. So, gut. Gut. Ja. Einen kleinen See haben wir auch hier. Du bist auch sehr sportlich, wie man sieht, ne? Ja, unwahrscheinlich. Walter, du hast mich angerufen. Und eigentlich hast nicht du mich angerufen, sondern mich haben ein paar Leute Bescheid gegeben, die gesagt haben, du musst von diesem Walter mal die Fischsuppe bringen, weil die Weltklasse sein soll. Darf ich dich mal was fragen? Wie sind wir beide eigentlich zusammengekommen? Ja, ich habe deine potente Gesundheitskicke schon mehrmals gesehen. Das freut einen natürlich immer wieder, gell, wenn man sich so Arbeit macht. So, Walter, jetzt bin ich ja heute hier, um das mit dir zu machen, damit vielleicht jemand anders, der auch vielleicht eine gute Fischsuppe kann, sagt, Menschenskind, jetzt koche ich die mal nach und dann auch wieder sagt, die ist ja besser. Ne? Okay. Jetzt, gibt's ja gar nicht. Das gibt's nicht. Nee. Ohne Schwan, ich habe Leute gefragt, ich sage, kennen wir, total bekannt. Und es gibt Leute, die fahren nur wegen der Fischsuppe hierher. Ja, ja. Doch, das gibt's. Sind nur meine Freunde. Deine Freunde, ja, ja. Genau. Okay. Walter, jetzt hast du ja hier schon richtig aufgefahren. Erzähl mir doch, was ist denn da jetzt alles mal drin? Ja, das sind einmal Garnelen. Kilo. Ein Kilo, ja. Garnelen. Kilo, also, Garnelen. Weil du sagst, ein Kilo Garnelen, sag mir doch gleich mal, wie viele Leute werden denn davon satt? Ja, das kommt auf die Leute an. Ja. Ich habe so Bekannte, die essen dann 3 Teller. Ja. Das zwingt normal gar keiner. Das sind nämlich keine kleinen Teller, sondern große Teller. Ja. Ja. Und dann gibt es natürlich welche, die essen nur 1 Teller und wollen hinterher ein Ende. Ja. Das ist natürlich wieder was anderes, aber das gibt so 5, 6 Liter Suppe und da können schon ein paar Leute mit essen. Also 6 Liter Suppe ist ordentlich. Ne? Genau. So, dann erzähl, also 1 Kilo Garnelen hast du da? 1 Kilo Garnelen. Mhm. 1 Kilo Frutti di Mare. Frutti di Mare, erzähl ganz kurz, was ist da alles drin? Da sehe ich auch ein paar so Garnelen, ne? Das sind Garnelen, Schrimps, kleine Tintenfische, Muscheln. Muscheln, genau. Ja, Tintenfische in allen Größen natürlich. Okay, gut. Das ist Frutti di Mare. Dann ist hier, das ist so ein Angina-Gemüse. Sag das nochmal, Angina. Ein China-Gemüse. Ach, China-Gemüse. China. Also okay. Was ist da drin? Das sind Zwiebeln, Karotten, Erbsen, Bohnen, mein Gott, Blumenkohl, Lauch. Okay, und ja, so auch. Dann so chinesische Pilze. Mei, was man alles in die. Bambussprossen, oder? Bambussprossen auch, ja. Also insgesamt, wie alles, was auch nochmal ein gutes auch Kilo. Auch ein Kilo, ja. Auch ein Kilo. Also hier ist alles ganz einfach. Kann man natürlich immer noch ein bisschen ergänzen, damit die Suppe etwas Farbe bekommt. Dann gelbe, rote, orangene. Paprikaschoten. Tomaten, so Kirschtomaten, okay, einmal durchschneiden oder ganz kleine, ganz reinschmeißen. Ja. Genau. Mach mal weiter. Wir haben hier Zwiebel, Ingwer und Knoblauch. Genau. Das kann jeder so noch gut dünken. Gut dünken, ja. Viel Knoblauch. Du machst es so wie ich, habe ich das Gefühl, so immer aus der Hüfte, gell? Ja, genau. Das ist aber auch, das wollen wir auch in der potenten Gesundheitsküche, immer aus der Hüfte. Wenn es nicht schmeckt, lieber was dazu und dann passt es. Genau, immer abschmecken, wie es dann gut ist. Dann haben wir hier so Frühlingszwiebeln, das ist so jahreszeitmäßig auch. Okay. Das habe ich schon ein bisschen vorgeschnitten. Das ist Knoblauch und Ingwer, sehe ich, jawohl. Ingwer. Das ist ein Naturreis. Wisst ihr was? Soll ich euch mal was sagen? Ich habe vorneweg zu ihm gesagt, lass uns doch einen normalen weißen Reis nehmen, weil natürlich ich, wenn ich von der potenten Gesundheitsküche die Leute besuche, ne, dann sage ich immer so, es muss ja immer was sein, wo ich so ein bisschen verbessern kann, wo ich sage, lass doch die Nudeln weg, nimm Vollkornnudeln und so weiter. Dann sagt er so zu mir so auf Bayerisch, da wo du geschissen hast, da habe ich schon lange hingeschissen. Der nimmt nämlich immer Vollkornreis. Genau. Warum nimmst du Vollkornreis? Ja, es ist gesünder und ja. Kennst dich also richtig aus? Soll man schon machen. Ich bin ja. Ich habe entweder Vollkornreis oder den Naturreis. Ja. Mit Schale halt und gut, so weiter. Ja, genau. Halt gesund, genau. Ja, der Witz ist, ich hätte den auch so gemacht. Okay. Also, aber wie gesagt. Das ist das Suppe ein bisschen gebunden, hier wird ein bisschen sämiger, ein bisschen dicker und ist nicht so dünn halt. Okay. Das ist also was, wo man auch satt werden
kann davon. Also es ist nicht super nur zum Vorglühen, sondern richtig auch zum Essen. Kann man auch richtig als volles Menü. Ein Stück Weißbrot oder sonst was dazu, dann ist es ein volles Menü. Nein, wir nehmen ein Stück Vollkornbrot dazu, Walter, oder? Okay, ebenso. Gut, und da haben wir, erzählt euch weiter, da haben wir nur einen Fisch, ne? Das ist ein Fisch, ja. Lass mich raten, ein Kilo? Nicht ganz ein Kilo. Okay. Ich denke, wir sind nicht so viele Leute heute, da braucht nicht so viel sein. Aber wenn man so sagt, für jeden zwei so Fischfilets rein, wenn man nur zu viert ist oder zu fünf. Wenn, ansonsten, er verkocht, wenn man es wieder warm macht, verkocht er, da schmeißt man besser mal wieder einen frischen dazu rein. Genau, genauso ist es mit den Garnelen. Die werden dann hart, wenn man es dann wieder warm macht. Also besser dann nochmal einen Schub frische dazu. Das ist ein richtig guter Tipp von dir, Walter. Und jetzt sehe ich noch was, das bei mir in der Küche habe ich noch nie verwendet. Das ist... Das hast du hier, das Zitronengras, gell? Ach, mein Zitronengras, ja, das haben wir versteckt. Ja. Ja, das gibt das einen besonderen Geschmack, das gibt super auch einen besonderen frischen Geruch, ja, so richtig sommerfrisch. Das mit dem Zitronengras, das behalte ich mal im Hinterkopf, da muss ich mal gucken, so, da finde ich bestimmt noch was im Internet drüber. Was man noch hat, das ist zum Beispiel Kardamom, kann man auch ein bisschen an die Suppe machen, das ist auch ganz in Ordnung. Tun wir das heute rein? Das tun wir ein bisschen rein. Dann tu es nach vorne, Okay. Kardamom hast du gesagt, da steht aber Koriander drauf. Das ist Koriander, Kardamom habe ich trocken, genau. Koriander. Nee, ist okay, tun wir okay, machen wir aber Koriander kommt auch bei rein, bei den Gewürzen, oder? Genau. Also Koriander, Kardamom kommt rein, dann wahrscheinlich Salz, Pfeffer, oder? Salz, Pfeffer. Was kommt noch in Gewürzen rein? Kommt auch Zucker rein ein bisschen. Ja. Was noch reinkommt, das ist ein Schuss Essig. Was habe ich noch dabei? Die Kokosmilch nicht vergessen. Oh ja, genau. Kokosmilch. Kokosmilch, zwei Dosen. Genau, zwei Dosen Kokosmilch. Es geht immer je nach Menge. Mhm. Wenn man halt 5-6 Liter macht, dann ist das schon okay, zwei Dosen. Dann würde ich sagen, du hast ja schon einiges vorbereitet, alles schön klein geschnitten. Ja. Ich lasse euch voll live dabei und ich stelle die Kamera ein bisschen höher, dass ihr vielleicht so ein bisschen seht, was wir machen und dann legen wir hier los, oder? Ja, tun wir das. Okay, Chris, fang mal an. Tun wir den Fisch in das kochende Wasser legen. Das geht dann ganz schnell, der braucht nicht lange. Jetzt ist der Fisch so 2-3 Minuten in der Pfanne. Das geht jetzt ganz schnell, dann können wir den gleich mundgerecht zerteilen. Einfach so in kleine Stücke schneiden. Dann nehmen wir die Yellow Currypaste aus dem China-Shop. Ein Asialaden, wolltest du sagen. Asialaden von mir aus auch. Einen Teelöffel. Einen Teelöffel. Wie nennt sich das Zeug? Gelbe Currypaste. Gelbe Currypaste, genau. Gutes. Man merkt schon, du bist sehr das, bei der Sache. Gell? Deswegen sage ich zu meiner Suppe dann immer die Yellow Soup. Die Yellow Soup. Die Yellow Soup. So, jetzt komm mal mit, jetzt schauen wir mal. Jetzt holen wir unsere Gewürze. Da gibt es natürlich alles Mögliche. Koriander, Kardamom haben wir frisch. Können wir aber trotzdem ein bisschen reinmachen. Zitronengras, Ingwer. Haben wir auch frisch? Haben wir ja alles eigentlich auch frisch. Ja, machen wir alle aber trotzdem ein bisschen rein. Im Winter, wenn man nicht so alles kriegt, hat man natürlich zu. Achso, du willst es den Leuten gleich zeigen, dass man das. Ah, okay. Was ich noch habe, was reinkommt, das machen wir auch ganz am Schluss rein. Chris, was ist das? Ja, das schaut aus wie Safran. Das ist Safran. Okay. Hier kennst dich doch schon ein bisschen aus mit der Küche. Ja, dann haben wir hier noch Roter Teig. Wenn ich an Safran denke, dann muss ich immer dran denken, da wird nicht gespart, ne? Im Hause Walter. Nein, es muss nicht sein. Beim Essen soll man nicht sparen. Richtig. Gut, ja, wie gesagt, alles aus der Hüfte geschossen. Jetzt, wo die Suppe kocht, von alleine, schneiden wir unser Gemüse ein bisschen klein. Du Walter, was ist mit dem Lauch, den du dann nur zur Hälfte benutzt hast? Was ist mit dem? Ja, das sind die Frühlingszwiebeln, die schneide ich von weg. Wenn man hinten dann so ans Grüne kommt, muss man aufpassen, schon wird es ein bisschen bitter. Okay, also die kommen halt dann weg. Kann man dann vielleicht abends einen Salat machen oder so? Ja, genau. Oder an der Weiße Käse. An der Weiße Käse, okay. Ich wollte es nur wissen. Ja, Walter, du schneidest gerade das Herba Andropogonis. Auf gut Deutsch, Zitronengras. Genau. Heißt nämlich Herba Andropogonis und ich habe im Internet inzwischen nachgeschaut, es belebt Körper und Geist. Ja. Na, sehen Sie. Gut. Dann sehen Sie, ne? Passt ganz genau. Das sehen wir, was wir alles brauchen. Nun sind meine Fische mundgerecht zerteilt. Hole ich mein Gemüse. Das kommt jetzt alles hier rein. Und jetzt unser Zitronengras.
Das Herba Andropogonis. Dass das alles ein bisschen schön verkocht mit den Cocktailtomaten oder Kirschtomaten. So Chris, jetzt tun wir noch den Reis mit rein, denn der braucht ja auch seine 20 Minuten, bis der ein bisschen durch ist. Mhm. Und in der Zeit könnte ich dir dann mein Hotel zeigen, wenn du Interesse hast. So, herzlich willkommen im Schwimmbad. Dankeschön. Wow, das schaut ja mal toll aus hier. So ein Spiel hätte ich auch gern zu Hause. Alles zu machen. Alles zu machen. Ja, das ist die Rüde Conny. Die Rüde Conny. Genau. Und Hemingway sitzt auch schon. Okay, hier geht's in die Sauna. Sauna, Dampfbad. Wow. Und das ist schick. So, da kannst du mal vorgehen, da geht's zur Salzgrotte. Oh, schöne Wände. Sieht man auch nicht jeden Tag. Was er alles hat. Ja, leck mir. Das ist und was bewirkt das jetzt, Salzgrotte? Was heißt das? Salzgrotte, das ist für alle Erkrankungen der Atemwege, für Hautausschläge, gegen Allergien. Mhm. Naja, wir waren dort das erste Haus, wo praktisch diese Sache nach Deutschland geholt hat. Cool. Und hier, das ist mein Bierbad. Ein Bierbad? Ein Bierbad. Was heißt das? Baden die Leute in Bier oder was? Da werden die Leute in Bier gebracht. Ach, das glaube ich nicht. Ein bisschen verdünnt, aber sie bekommen es pur zum Trinken und sitzen verdünnt drin. Man muss ja, das muss von außen was tun. Das ist ein Drama, dass man in Bier baden tut. Bei uns wird das nur verköstigt. Ich habe jetzt ein bisschen aufgefüllt mit Wasser. Okay. Dass unsere Meeresfrüchte auch noch schwimmen können. Und wie hat dir mein Haus so gefallen? Ja, cool, vor allen Dingen Swimmingpool und so, richtig. Du vermietest Zimmer, oder? Ja, Zimmer. Und Apartments, Ferienwohnung. Aber bestimmt, das kostet bestimmt viel Geld, oder? Nein. Kleine Hotels, kleine Preise. Große Hotels, große Preise. Okay. Ja, ich kann ja deine Webseite mal einblenden im Video und dann können sich die Leute bei dir melden, wenn sie denken, dass es ihnen gefallen hat. Das ist schön. Aber gibt es die Fischsuppe dann dazu? Nee, das darf ich nicht. Darfst du nicht? Nein, ich bin ja kein gewerblicher Koch. Ich mache das ja nur Hobbykochmäßig. Und für Freunde und Bekannte. Für Freunde und Bekannte? Genau. Und wenn jetzt einer zu dir kommt und ein Zimmer mietet, ist es dann ein Freund oder ein Bekannter? Das kommt ganz drauf an, was er mitbringt. Okay. So, jetzt haben wir hier die Gabel. Jetzt haben wir noch die Garnelen, genau. Das andere hast du ja gerade rein, haben wir gesehen, das Frutti di Mare, gell? Frutti di Mare, also genau. Du hast es nochmal mit Wasser aufgefüllt, Frutti di Mare rein und jetzt die Garnelen rein. Jetzt die Garnelen. Machen wir die Feinabstimmung, ein bisschen den Sud probieren. Ganz gut. Ja. Fällt nur noch der Zucker. Nehmen wir natürlich auch einen Vollrohrzucker. Wie kommst du auf Vollrohrzucker, wenn ich mal fragen darf? Ja, Chris, ich schaue ja deine Sendung, gell? Und außerdem trinke ich kein Varinha. Okay. Okay. Ja, dann ein nicht ganz so strenger Essig rein, ein bisschen. So, jetzt machen wir die Kokosmilch rein. Eine. Zweite. Dann kommt jetzt natürlich noch alles rein, dass das Ding eine schöne Farbe kriegt. Curry. Oh, jetzt kommt der Safran. Jetzt kommt der Safran, genau. Jetzt wird es teuer, das Essen. Jetzt haben wir so eine Yellow Soup. Schön, genau. Bunt gemischt. Lassen wir es jetzt noch kochen oder runterkühlen oder wie? Nein, wir können die jetzt dann ein bisschen abkühlen lassen und servieren, genau. Ja. Oh, jetzt kommt die Suppe. Ein riesen Topf. Oh, ein riesen Topf. 8 Kilo schwer. Immer wenn der Topf voll ist, dann steht du sag mal, eine Sache ist mir immer noch im Kopf. Du hast mir jetzt immer noch nicht gesagt, was die Zimmer kosten. Ja, das fängt bei 27,50 an. Und naja, die Leute sollen auf die Website schauen, auf die Homepage. Da ist immer dann ein besonderes Angebot drin. Ja, alles klar. Passt schon. Ist dir unangenehm hier, habe ich schon gemerkt. So, schau her. Schau diese Suppe an. Schau mal auf die Suppe. Leute, die schaut fantastisch aus. Ihr müsstet die mal riechen. Jetzt mache ich noch schnell ein Bild. Für die Leute unter uns. Die Suppe, die schmeckt, die riecht nicht mehr. Walter, wolltest du noch was von dem Koriander abreißen und schon oben drauf? Du bringst mich ja immer raus. So, jetzt. Schön, gell? Also Leute, das war's aus dem... Wie heißt?
Aus den Ammergauer Alpen. Aus Bad Bayersäulen. Ah, Bad Bayersäulen, Ammergauer Alpen. Walter, danke fürs Kochen der Fischsuppe. Wir werden uns jetzt gleich zu Gemüte führen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.